Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Auch dieses Jahr möchte ich mir gerne mit euch zusammen den Höffner Adventskalender anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Letztes Jahr ging das Video vom Höffner Adventskalender auf diesem Kanal so steil, also mega vielen Dank an alle, die dabei geblieben sind, tatsächlich bis heute. Das ist der Wahnsinn. Ja, hier haben wir das Schätzelein. 99 Tacken kostet der dieses Jahr. Der soll nicht so geil bestückt sein, aber ich lasse mich mal überraschen. Letztes Jahr habe ich gar nichts erwartet. Jetzt erwarte ich viel von ihm. Versandkosten kommen hinzu und ja, dass wir da keine Möbelstücke drin haben werden, ist uns, glaube ich, allen klar. Aber wir spannen uns mal alle nicht gegenseitig noch mehr auf die Folter, sondern schauen einfach mal rein. Ach so, designtechnisch finde ich den ziemlich hübsch, ne? Letztes Jahr war der auch ziemlich cool, da war der sogar noch ein bisschen bunter gestaltet. Aber hier so mit den Rentieren drauf, die eine rote Nase haben, das fühle ich halt. Das Ganze startet mit Superstreuseln. Ho, 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 Zuckerstreuselmix mit zarten Schokokugeln, 55 Gramm. Sowas mag ich. Also das esse ich auf Eis, das esse ich auf Pudding, das esse ich ja überall, ne? Finde ich total großartig. Auf Plätzchen, klar, ist jetzt ja so die Zeit, ne? Jetzt vor allem im Oktober. Nein, es wird am 1. Dezember die Zeit dafür sein. Und ich finde das hübsch. Das sieht wirklich gut aus. Ansprechend. Grün, Gold, Rot. Läuft. Hier habe ich die Nummer 2. Und das, also das ist so ein kleines Säckchen. Da steht schon drauf Silikonbackform. Merry Christmas von Höffner. Süß. Süß. Oh nein, wie süß. Okay, das sind 1, 2, 3, 4 Stück und das sind Tannenbäume. Und dann kann man da den Teig wahrscheinlich einfach reinmachen und dann die Tannenbäume in den Ofen schieben. Finde ich klasse. Und ja, dann die Streusel mit drauf. Dann hast du auf jeden Fall einen grünen Tannenbaum. Finde ich süß, kann man gebrauchen. Hier auch wieder Preise schwierig herauszufinden, ne? Auch mit diesem süßen Säckchen, guck mal. Allein das Säckchen, das ist niedlich, das ist hübsch. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier habe ich so ein schönes moosgrünes, eckiges Ding mit einem Nussknacker, Christmas, Balsam für Fragrance Candle, bitte ja! Also auch letztes Jahr, ich habe aus diesem Adventskalender so viel behalten und ich glaube auch, dass es dieses Jahr wieder so weitergehen wird, einfach weil das so brauchbare Dinge sind. Das ist total special. Die ich mir wahrscheinlich einzeln im Laden nie so kaufen würde, aber so im Adventskalender freut man sich. Okay, es ist eine grüne Kerze, wo auch Christmas draufsteht. Die riecht so geil. Die riecht nach einem Tannenbaum. Nach einem richtig frischen Tannenbaum. Das mag ich gerne. Oh. Hier haben wir die Nummer 4, also auf der anderen Seite. 250 Euro soll da übrigens als Warenwert drin sein, da bin ich auch sehr gespannt. Da sind so Karten drin. Sowas finde ich auch einfach passend jetzt für die Weihnachtszeit, also für die Weihnachtszeit generell, ne? Umschläge und Karten. Frohe Weihnachten ist am Start. Ach, das sind richtig Klappkarten. Nochmal frohe Weihnachten und frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Am Tag vor Nikolaus, dem 5. Dezember, haben wir hier wieder ein eckiges Ding drin. Be Merry Honey Almond Scented Soap, 150 Gramm. Das ist eine beduftete Seife mit 150 Gramm aus Portugal und ja, einfach eine feste Seife. Ein Seifenstück. Kann ich gut gebrauchen. Habe ich auch ab und an bei mir in Anwendung. Also von daher echt cool. Und vom Duft her natürlich total passend, ne? Also quasi, ja, Honig und Mandel macht auf jeden Fall zur Weihnachtszeit Sinn. Nikolaus selber ist ganz schön klein, aber hier haben wir eine Geschenkkarte drin über 10 Euro. Viel Spaß beim Einrichten. Ich muss gestehen, ich hatte auch im letzten Adventskalender eine Geschenkkarte drin. Finde ich okay. Ich habe es nur leider zum Beispiel jetzt vergessen, dieses Jahr für den Adventskalender einzulösen. Ja, aber jetzt habe ich, ich glaube, zweimal 10 Euro. Das heißt, ich werde dann da mal jetzt ein bisschen mich umschauen. Blöd ist halt wirklich, du hast halt die Versandkosten und wir haben hier keinen Höffner bei uns mega in der Nähe oder so, ne? Ja, aber gut, 10 Euro Geschenk, Gutschein in einem Adventskalender ist okay, oder? Auch die Nummer 7 wurde auf die andere Seite vertrieben und da haben wir einen Tannenbaum drin. Großartig. Papierornament, KHG, hängend, faltbar, 20 cm, Papier-Satinband, Farbe grün, Gold. Ja, das ist ein Tannenbaum. Den kann ich mir dann hinstellen, Leute. Das wird dann so eine schöne
Deko werden für die Weihnachtszeit hier hinten, ne, oder unten bei uns im Wohnzimmer oder so, oder bei unserem kleinen jungen Mann im Zimmer. Mal gucken. Nee, finde ich auf jeden Fall schön, und so eine kleine Deko-Geschichte ist auch eine feine Geschichte, finde ich. Es ist ein Workout mit diesem Adventskalender. Immer wieder drehen. Cool, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und sowas habe ich noch gar nicht. Das ist gefertigt in Handarbeit, KHG. Das ist so ein Kerzenausmachding, oder? Da fühlt man sich so erwachsen mit, wenn man sowas besitzt, finde ich. Also, ja. Ja, genau. Und das macht man dann halt über den Docht drüber, und dadurch, dass der Docht dann, also dass das Feuer keine Luft mehr bekommt, kein Sauerstoff, geht halt die Flamme dann aus. Ein Kerzenlöscher. Finde ich super. Also ich finde das klasse, wirklich. Fühlt sich auch ganz gut an, ne? Hier vorne ein bisschen labberig, aber fühlt sich gut an. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Rentiere freuen. Das sind Serviettenringe. Wie süß. Und die sind halt einfach, das sind 4 Stück, ne? Die schauen so aus. Ich finde die voll hübsch. Also auch die werden wir behalten. Und wenn wir dann mal irgendwie Gäste bekommen, wenn ein Pärchen zu Besuch kommt oder so zur Weihnachtszeit, dann kann man da Serviettenringe nehmen. Ich finde das hübsch. In der Nummer 10 wird es, glaube ich, mit einer Schürze oder so sowas in der Art weitergehen. Ich mache hier mal die Schleife auf, dann werden wir es gleich sehen. Auf jeden Fall sind da total viele kleine Rentiere und Tannebäume und so mit dabei. Ja, zieht euch das mal rein hier. Und was bei dieser Schürze halt ganz besonders toll ist, dass meine Haare sich hier verfangen, nee, dass ich hier halt so eine richtige Bauchtasche habe. Sowas feiere ich immer, ne? Da kann man da gut was drin lassen. Ich finde die voll super. Also da ist dann die Weihnachtsbäckerei safe eröffnet. Man sieht sie jetzt nicht, ne? Also ich finde die gut. Ich finde die wirklich geil. So, die erste Schnapszahl ist die Nummer 11, genau. Santa Espresso Set. 4 Teile von Peil und Putzler aus New Bone China Porzellan. 2 Espresso-Tassen und 2 Espresso-Untertassen. Das ist auch sehr, 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 sehr hübsch. Mein Freund und ich trinken halt kein Espresso. Dementsprechend wird das nicht bei uns bleiben. Aber süß gemacht, definitiv. Auch mit diesen wirklich niedlichen Motiven da drauf. Also das kann man nicht anders sagen. Es ist sehr weihnachtlich gestaltet. Es macht definitiv Sinn, sowas in einem Adventskalender drin zu haben. Oh nein, wie geil ist das bitte? Die Halbzeit feiere ich. Nummer 12, das sind Dackel in Weihnachtsoutfits auf einer Serviette. Andersrum. Also, ich feiere das hart, weil du findest halt so selten irgendwelche Deko-Sachen oder Nippes oder sonst irgendwas mit Hunden drauf, sondern super viel so mit Katzen, ne? Und ich bin ja absoluter Hundemensch. Buch Sammy endlich ankommen ist natürlich in der Infobox verlinkt, Leute. Ich finde das toll. Die werden auch bei uns bleiben und ich stehe auf sowas, ne? Guck mal, wie groß die 13 ist. Das ist hier das komplette Frohe Weihnachten Gedönsen. Boah, dass die das überlebt immer, ne? Ich bin immer so begeistert. Kann ich nicht anders sagen. Tea Time, Höffner, Teetasse, 400 ml aus Borosilikatglas mit Sieb, Siebverschluss aus Buchenholz. Meine Güte, guckt euch das mal an. Das ist so eine richtig schöne Teetasse. Die wird auch bei mir bleiben. Ich mag sowas. Ich hab sowas. Ich brauche sowas. Und dann hast du hier so ein... Da kannst du losen Tee reinmachen. Wie schlau ist das bitte? Und dann kannst du das wie so ein Reagenzglas da reinstellen. Ich feiere diese Tasse. Ja, cool wäre es natürlich gewesen, wenn du da 2 von drin gehabt hättest. Aber ne, so kannst du die theoretisch mit dem 10-Euro-Gutschein, ich weiß nicht, was so kostet, ne, nachkaufen bei Höffner. Also ich mag die. Ich finde das... Toll, dass die überlebt hat. Wahnsinn. Das wird mein Freund wahrscheinlich ziemlich feiern. In der Nummer, was ist das? 14 gewesen jetzt hier, ne? Ja, 14 haben wir nämlich von Ankerkraut. Magic Biscuit. Nee, wird er nicht feiern. Werde ich feiern. Ist ja für den Tee. Eine Früchtetee-Mischung. Aromatisiert. Das ist natürlich genial. Ich dachte, das wäre ein generelles Gewürz, ne? Weil das ist eher was für meinen Freund dann. Der feiert sowas. Ich wusste nicht, dass Ankerkraut auch Tee herstellt. Also wunderschön, definitiv. Auch hier mit diesem maritimen Design. Apfelstücke, Brombeerblätter, Hibiskusblüten, Aronia-Bärenschalen, Heidelbeeren, Goji-Bären, Buchu-Blätter, Kurkuma-Blüten und Aroma ist hier am Start. Und das sind 65 Gramm. Das dürfte ja eine Full-Size sein. Das finde ich extrem hübsch. In der Nummer 15 haben wir was passend zu der Schürze. Und zwar dürften das Küchenhandtücher sein. Feiere ich total. Werden bei uns direkt in Anwendung genommen.
so schön. Also, wobei das hier ist eher so eine Tischdecke oder so. Also fühlt sich hochwertig an, deswegen, ja, auch Küchenhandtücher fühlen sich hochwertig an, aber ihr wisst, was ich meine. Gucken wir mal. Also, kannst du sicher auch als Trockentuch nehmen. Also, ich glaube, das ist so gedacht, oder? Weil das ist halt so ein einzelnes Vieh in der Größe. Das ist bestimmt ein Trockentuch. Genauso wie das hier. Das finde ich auch schön. Also ich... Oder sind das Deckchen? Muss ich nochmal mir die Beschreibung etwas genauer angucken. Denn die hatte ich mir jetzt bewusst nicht durchgelesen, was dann in dem Adventskalender drin ist. Ne? Kann natürlich auch sein, dass es irgendwelche Deckchen sein sollen. Aber ich vermute mal, dass das jetzt Trockentücher sind. Ja, auch in der 16 haben wir was ganz Praktisches. Schokofondue. Oh, haben wir hier in der 24 vielleicht so ein Schokofondue-Set drin? Und das hier ist dann die Schokolade dafür. Oh, Seidel-Konfesserie. Schokofondue-Vollmilch. Oh, das wäre natürlich cool, ne? 200 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, das ist einfach so Schokolade, die du schmelzen lassen kannst. Wenn du ganz Chili-Milli unterwegs bist, kannst du die natürlich auch nehmen, um Keksteig, also Kekse reinzudippen, zum Beispiel die Tannenbäume vom Anfang. Oder du isst das halt pur, ist halt voll, wie Schokolade läuft. Ne? Also ich finde das cool. Eine Woche vor Heiligabend, am 17. Dezember, erwartet uns von Mepal ein Insulated Lunchpot, 6 bis 8 Stunden hot, 12 Stunden cold. Und das ist praktisch, das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Gut, jetzt aktuell... ist mein Freund im Homeoffice. Ich arbeite eh von zu Hause aus und werde demnächst auch sehr viel zu Hause bleiben. Aber die ein oder andere Person bei uns im Umfeld wird sicherlich sowas benötigen oder haben wollen. Ne? 500 Milliliter und 200 Milliliter passen da rein. Und sowas finde ich wirklich praktisch. Also ich hätte das theoretisch damals wirklich gut gebrauchen können, als ich halt noch ganz regulär im Büro gearbeitet habe. Ne? Und dann kannst du Müsli reinmachen. Für die Schule zum Beispiel auch immer eine ganz schöne Geschichte. Finde ich gut. Ne? Wie findet ihr sowas? Bestimmt auch cool, oder? Schreibt das mal in die Kommentare rein. Hä? Was ist das denn? Die 18. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Bath and Shower Gel. Ach was. Das sieht nämlich, das ist wie eine Weinflasche halt aufgemacht, ne? Ich dachte, hä, haben die hier Sekt reingemacht? Aber das wäre dann ganz schön leicht. Der Duft ist Vanilla Sugar. 120 Milliliter sind hier drin. Das finde ich irgendwie cool. Von Accentra. Accentra macht ja auch Adventskalender. Die sind dafür bekannt, dass die halt quasi so Produkte herstellen, die andere in Adventskalender reinpacken. Die machen aber auch selber Adventskalender. Oder die stellen halt so Badeprodukte für Parfümerien und sowas her. Ne? Und also so quasi für Eigenmarken, in Anführungsstrichen. Ne? Genau. Und das finde ich irgendwie cool. Riecht auch irgendwie angenehm hier. Let's Celebrate Vanilla Sugar Bath and Shower Gel. Ich finde das süß. Also wenn man sowas auch im Adventskalender, also ich meine, das ist ja ein Adventskalender, ne? Wenn man das so auspackt, da freut man sich doch. Da darf man eine Woche vor Weihnachten nochmal duschen. Witzig, die Nummer 19. Das ist so ein Wiederverschließkorken, wenn du eine Weinflasche oder sowas geöffnet hast, dass du das dann halt nehmen kannst, um damit die Weinflasche oder die Sektflasche wieder zu verschließen. Wir haben sowas tatsächlich da, aber nicht in so cool. Zieht euch diesen Hirsch mal rein. Ich finde den total großartig und feiere den gerade so hart. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. In der Nummer 20 haben wir auch wieder so ein Ding. Das ist doch jetzt, glaube ich, eine Tischdecke, oder? Weil jetzt mal ohne Flasche. Das sind zwei Tischsets. Tischsets. Das sind Tischsets. Guck mal. Ja, das ergibt Sinn, ne? Das sind keine Trockentücher, das sind Tischsets. Süß. Wir verwenden sowas ehrlich gesagt nicht. Nicht, weil wir uns nicht benehmen können, sondern weil das musst du bügeln und wir bügeln in diesem Haus nicht wirklich. Und es gibt Essen. Satt und zufrieden schauen wir uns mal die Nummer 21 an. Und da sehe ich Goldstaub. Cake Stuff, Glitterstaub, Mill and Mortar. Okay, 10 Gramm sind hier drin. Das ist ja mal gut. Cool. Cool und gut, genau. Also wenn man einen Kuchen backt oder, keine Ahnung, Cupcakes oder sonst irgendwas, dann kann man diesen Glitzerstaub da drüber machen, damit alles irgendwie so ein bisschen mehr gülden aussieht. Also ich finde es total schön, feier das, finde das klasse, passt total und ja, schön, schön, schön. Oh nein, wie knuffig ist das denn bitte? In der Nummer 22
Das ist die zweite und letzte Schnapszahl. Haben wir so Christbaumkugeln drin. Gefertigt in Handarbeit, KHG. Dieser Artikel wurde in individueller Handarbeit gefertigt. Kleine Unregelmäßigkeiten oder Farbabweichungen sind bei diesem Prozess normal und machen ihn so zu einem wirklichen Unikat. Alles tutti, ne? Ja, das ist Weihnachtsschmuck und da haben wir 6 verschiedene Kugeln quasi drin, so Hängeviecher, ne? Die kannst du halt entweder an Tannenbaum dran machen oder halt zu Dekozwecken irgendwo an Zweig oder so. Und sowas mag ich einfach. Hier haben wir einfach so eine kleine Perlenkugel. Süß. Ach, sowas mag ich auch. Guck mal, wenn das so tannenzapfenmäßig ist, ne? Ja, ach Mensch. Ich habe jetzt schon Bock auf Weihnachten. Merkt man kaum. Cool. Der Tag vor Heiligabend, die Nummer 23. Frohe Weihnachten! Nein, das finde ich cool. Da kannst du Flaschen reinmachen, ne? Genau. Das ist so eine schöne Weinflaschengeschenkverpackung. So ein Jutesack. Das finde ich auch cool. Also, ne, ich habe sowas tatsächlich natürlich schon aus Pappe oder Papier oder sowas, ne? Was man halt so die letzten Jahre auch mal geschenkt bekommen hat. Aber sowas finde ich extrem hübsch. Und so verschenkt man doch gerne irgendwie was zu trinken da drin. Kannst auch eine Cola-Flasche reinpacken. Ist ja auch vollkommen, ne? Es gibt ja auch mittlerweile so teures Wasser. Ja, ihr wisst. Aber ich finde das hübsch. Also da kannst du natürlich auch irgendwelche anderen Sachen reinmachen. Äpfel und keine Ahnung, Nüsse und so, ne? Aber es ist, glaube ich, eher als Flaschenverpackung gedacht. Und jetzt bin ich so gespannt, was in der 24 drin ist. Wie ein Flitzebogen, Leute. Die ist ganz schön groß und hier ist so ein kleiner Schneemann, das ist quasi der Türsteher. Der passt auf, dass man nicht zu früh die Nummer 24 aufmacht. Pock. Ja! Ja, wir hatten tatsächlich ja eben auch schon den Spoiler, ne? Kann man nicht anders sagen. Es war klar, dass wir dieses mega coole Schokofondue da drin haben. Süß. Sweet Dreams, Chocolate Fondue. Normalerweise mag ich kein Schokofondue. Muss ich gestehen. Aber irgendwie sieht das total ansprechend aus. Mit 10 Kunststoffspießen und 10 Gabeln und einem Spatel. Das ist natürlich auch cool, ne? Hast du da auch direkt hier mit dabei. Dann ist das ganze Ding elektrisch. Ist natürlich kein Vergleich zu dieser Instax-Sofortbildkamera, die wir letztes Jahr drin hatten, ne? Sind wir ja alle mal ehrlich miteinander. Aber irgendwie finde ich das cool. In rosa ist halt auch mal eine heftige Geschichte, aber ich mag das. Ich finde, wir können hier gar nicht mehr genug rosa bei uns im Hause haben. Ja, Mr. Bauchi tritt mich schon, denn ich habe einen Freund, ich habe einen männlichen Hund und dann kriege ich auch noch einen Jungen. So viel Testosteron hier, unglaublich. Aber ich glaube, mein Freund und ich werden uns tatsächlich jetzt demnächst mal dieses Schokofondue gönnen. Habe ich irgendwie echt Bock drauf. Also, ich habe viele Kommentare bekommen. Zum einen natürlich Leute, die mir gesagt haben, boah, wann machst du endlich den Höfner-Adventskalender auf und so. Und da habe ich auch super viele Diskussionen auch schon gehabt, so, ob es den überhaupt dies Jahr gibt, weil letztes Jahr war ja irgendwie Special-Gedönsen, ne? Er ist tatsächlich ja nochmal auf den Markt gekommen. Dann haben auch viele geschrieben, oh, aber der Inhalt soll nicht so gut sein. Leute, wenn ich mir den Inhalt hier auf diesem Tisch angucke, feiere ich das. Ich habe dafür 99 Euro ausgegeben. Ich habe eine wirklich bunte Mischung. Ich habe coole Produkte hier. Das ist Deko, das ist ein bisschen Lifestyle, das ist ein bisschen Food. Ich finde den sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich habe versucht, euch die Preise auszurechnen. Mal gucken, auf welchen Wert wir dieses Mal so kommen. Ich bin wirklich begeistert und ich habe letztes Jahr gesagt, das ist der beste Adventskalender, den ich 2021 ausgepackt habe. Ich finde ihn wirklich jetzt so mal als Nicht-Beauty-Adventskalender auch aktuell wirklich richtig, richtig geil. Richtig geil. Ich würde mir den, ich würde das so hart feiern, wenn ich den über die Weihnachtszeit ausgepackt hätte. Und ja, das wäre halt schon geil gewesen, ne? Man kann diesen Adventskalender als Mann auspacken, als Frau auspacken, als Familie. Man hat da seine Freude dran. Du hast hier gute Produkte drin und hochwertige Produkte, unbekannte Produkte, witzige Produkte. Was willst du mehr? Also, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Höfner Adventskalender unten in die Kommentare rein.
Und das war's jetzt hier von mir und dem Höffner Adventskalender. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!